Willkommen zurück in Ranch Sim in der zweiten Staffel mit der Fanny. Ich habe jetzt mal offscreen doch ein wenig was anderes gebaut. Und zwar, meine Pavillons sehen jetzt so aus, wie in der ersten Staffel, glaube ich, ne? So habe ich es auch so ähnlich gemacht. Jedenfalls ist das jetzt nur ein Fundament, das reicht. Und ja, mit einem kleinen Dach. Und jetzt werden wir das Ganze mal bauen, weil das soll ja mein Bienenbereich sein, damit ich dann irgendwann die Bienen züchten kann, oder den Honig, ne, den Honig produzieren lassen kann von den Bienen. Deshalb wollte ich das Ganze hier gebaut haben. So, das. Ja, okay. Sieht doch ganz gut aus, glaube ich. Dann machen wir das hier noch und da noch. Mein Holz wird, glaube ich, nicht reichen, aber ist jetzt auch nicht so weiter wild. Ah, ich muss sowieso kaufen. Da hilft ja alles nichts. So, dann machen wir hier noch die 6 rein und hier machen wir noch das. Dann haben wir den Bereich auch schon soweit fertig, würde ich sagen. Genau. Machen wir hier den Boden rein. Ach so, wartet. Nee, Quatsch, in Ordnung. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich hatte gerade schon wieder was im Kopf, aber ist schon alles in Ordnung. So, es kann nämlich sein, dass ich wieder Holz kaufen muss. Ja, es kann nicht nur sein, das wird so sein. Ja, perfekt. Dann noch hier vorne. So, letzte Sache hier. So. Ja, okay. Soweit bin ich gekommen, aber ist alles nicht so schlimm. So, jetzt werde ich natürlich für meine Bienen das Ganze mal bauen. Jetzt weiß ich gar nicht, wo war denn das? Hier. Ach, hier brauche ich auch Holz für, stimmt ja. Ach nein, ist das doof. Okay. Einmal das. Dann kann ich das ja auch schon mal hier hinstellen. Nee, komm, das machen wir mal so lang. Einmal das. Dann brauche ich diese Trommel. Die Trommel müsste ich ja eigentlich schon bauen können. Wartet mal, jetzt habe ich hier, ich glaube, das so weit weggemacht. Also zu weit von der Wand weg oder so. Obwohl, es sieht jetzt auch nicht besser aus, ne? Zement und Metall. Okay. Das habe ich ja alles. Okay, so Glas. Wartet mal, ich brauche noch Glas. Das Glasdach da oben. Genau. Hier vorne konnte ich nicht zumachen. Ich kann euch das gerne mal zeigen. Wahrscheinlich, weil es diese Balken sind und keine vollen Wände. Auf jeden Fall, guckt mal, es geht jedenfalls nicht, ja. Nicht, dass ihr euch wundert, dass ich das da nicht zumache, weil hier auf dem Boden funktioniert es. Blödsamerweise. Und hier oben nicht. Ja, nur, dass ihr das mal gesehen habt. So. Kann ich hier das Glas auch schon reinmachen? Ja, okay, perfekt. Dann hätten wir das auch. Wartet, dann werde ich mal schon mal das da hinstellen. Okay. Dann würde ich erstmal Metall und so holen, weil. Dann mache ich erstmal die Trommel fertig. Dann kann ich nämlich die Bienenwarm-Dingens da reinmachen. So. Warum habe ich eigentlich ein Wasserdingens dahingestellt? Ja, weil ich dachte, das wäre. Sagt nichts. Sagt einfach nichts dazu.
So, Metall 2. Achso, da kommt auch Metall rein. Wartet, dann werde ich das mal gleich hier rein machen. Gut, dann hole ich noch Zement und dann ist das eine wenigstens schon mal so weit fertig. So, das. Oh, weil ja, ich muss schon wieder niesen. Ist ja unglaublich. Und immer dann, wenn ich aufnehme, ist ja echt ein Phänomen. Oh, 25 habe ich nur noch. Wow. Ich dachte, ich hätte da noch mehr. Gut, das haben wir auf jeden Fall schon mal fertig. Hier kommt jetzt noch Holz rein. Das ist auch fertig. Ist doch wunderbar. Das ist doch echt wunderbar. Gut, dann lasse ich das jetzt mal ganz kurz hier an meinem Auto liegen. Dann kann ich nämlich. Machen wir erstmal hier auf die Klappe. So. Dann kann ich die Sachen nämlich schon mal ein bisschen reinpacken. Dann sind die erstmal aus dem Auto raus. Ich weiß gar nicht, warum ich mit dem Auto nicht dahin fahre, aber naja, ihr kennt mich. So. Ich laufe ganz gern. So, zwei Stück können da noch rein, also immer fünf. So war mir das nämlich auch in den Erinnerungen. Deswegen habe ich auch nur fünf gekauft. So, noch einmal. Genau. Ja, nee, mach das mal zu. Na, Ordnung muss sein. Gut, dann werde ich den Smoker doch noch mal dahin packen. Wir müssen ja jetzt keine Bienen besorgen gehen. Das machen wir alles noch, ja. Okay, super. Sehr nice. Sehr nice. So, das packe ich jetzt ins Auto. Dann packen wir das mal alles weg. Jetzt ist die Frage, mache ich das jetzt genauso in Rot und so wie gehabt oder? Ja, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber wir könnten ja wenigstens schon mal den Boden grau machen. Das Grau habe ich ja hier stehen. Ach nee, wartet mal. Das Innendach war ja grau. Genau. Ach so, das, ja, das kann ich ja noch gar nicht. Okay, dann hat sich es auch noch erledigt. Wartet mal, dann werden wir mal die Farbe auch wegpacken. Hoppala, geht da rauf. So. Einmal das. Ich müsste auch noch mal melken auf jeden Fall. Das wäre auch eine gute Sache. So. Dann pack das mal hier rein. Wobei Metall. Ach, Metall brauche ich doch nicht, oder? Metall, glaube ich, war jetzt alles fertig. Ein Moment. Ups, ups, ups. Ich werde mal ganz kurz nochmal die Böden, den Boden machen, den einen, bevor ich das vergesse. So, habe ich das jetzt ja? Offensichtlich, weil. Oder habe ich schon wieder grau? Nee, das ist doch dieses Braun, oder? Ach, verstehe, wer will.
Versteh, wer will. So, ich habe auch schon eine Kiste drinne mit ein wenig Käse und mit ein wenig Fleisch. Ziegenfleisch, glaube ich, ist da drin. So, Glas mache ich das erstmal auch beiseite. Das brauchen wir alles erstmal nicht. Dann verkaufen wir meinen Klimbatsch da, was ich da noch so habe. Ich könnte noch mal gucken, ob mein Käse in den Schränken reif ist, aber ich glaube nicht. Ich glaube, soweit ist der Käse in den Schränken noch nicht. Ich habe da auch... Ach so, wartet. Das kommt ja hier hin. Ach, das war doch braun. Jetzt, okay. Dann habe ich aus Versehen dieses Braun am Dach gestrichen und nicht das Grau, ne? Ah, naja. Ja, okay, ich verstehe. Aber ist jetzt nicht so schlimm. Fehler sind dazu da, um gemacht zu werden. Wir fahren mal los. Achso, nee, ich wollte eigentlich noch, wartet, ich wollte ja noch melken. Ganz wichtig, sonst komme ich ja wieder nicht dazu. So. Dann werden wir mal die Melkmaschine hier wieder reinmachen. Da. Genau. So, Mädels. Jetzt geht's los hier. Jetzt geht's um die Wurst. So, und die hier vorne hatte ich noch nicht. Das ist das Gute, wenn man so wenige Ziegen hat. Man hat alles im Blick. So. Ja, ja, ihr seid schon befreit. Ist unglaublich, ne, meine Lieben? Ja. So. Das. Die Kanne ist voll. Oh, jetzt fängt es wieder an zu regnen. Ist ja wieder so typisch. So, hoppala. Mach die Tür zu, genau. Es, oh, doch, hier ist noch was. Guck mal, ich kann zweimal Käse mitnehmen. Ja, viel ist es nicht, weil ich ja nicht mehr, nicht mehr Möglichkeiten hatte. Ich hatte keine Milch mehr. Weil irgendwann ist ja auch die alle. Man wagt es kaum zu glauben, aber so ist das. So, dann nehmen wir das auch gleich mit zum Verkaufen. So, weiter geht's. Die Kuh ist ja jetzt hier, ne? Ja. Die Kuh ist ja jetzt... Oh, ist ganz schön dunkel, ich weiß, aber ist jetzt gerade nicht zu ändern. So. Dankeschön, liebe Kuh. Sehr aufmerksam von dir. Okay. Ja, ja. Ist ja in Ordnung. So, dann gucken wir uns gleich mal an, was meine Schweine machen. So. Wir machen mal kurz Licht, damit wir mal ein bisschen was sehen hier. Oh. 1, 2, 3, 4 Babys. Fein. Hast du fein gemacht. Und sie bekommt auch die nächsten. Ist das zu fassen? Habt ihr alle Dreck hinterlassen? Nee, nur die Schweine, ne? Ah, jetzt hängen die alle hier am Eingang. So, reingekommen bin ich schon mal. Mal gucken, ob ich auch wieder rauskomme. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So, mein Düngerdingens. Ja, der arbeitet fleißig. Sehr schön. So, dann gucke ich mal noch eben, was das Futter hier in den Silo sagt. Ja, füttern wir, genau. Füllen wir mal auf. Bei den Hühnern ist es, glaube ich, erstmal nicht so schlimm, weil...
Da sind ja nicht so viele. So, gemolken haben wir. Dann können wir jetzt mal schnell verkaufen gehen. Ein bisschen Ranch-Arbeit. Vielleicht sollte ich das Best-Burger verkaufen. Halt, stopp, opala. Uiuiuiui. Das war knapp, das war knapp. Ui. Ui, ui. Ups. So. Ja, dann kann ja meine Wurstproduktion ja auch bald vorangehen. Ein bisschen Schweine muss ich noch haben. Beziehungsweise müssen die erstmal wachsen, auswachsen. Weil so ein Babyferkel, so ein Ferkel bringt ja nicht viel. Gut, was haben wir denn heute? Huhn, Rindfleisch, Milch. Verdammt. Gut, aber ich habe also ne, 10 mal Ziegenfleisch für 400. Ziegenkäse für 500. Kuhkäse, nochmal Kuhkäse, Ziegenkäse mit Schimmel nochmal und nochmal Ziegenkäse. Und schon bin ich wieder bei 4,6. Haha. So läuft es und nicht anders. Genau so. Okay, ich müsste tatsächlich jetzt ein bisschen Holz holen. Ich hole aber nicht viel. Ich hole erstmal nur 10, in Ordnung. Ich habe nämlich zu viele Kisten dabei. Das ist schlecht, wenn ich jetzt so viel Holz hole. Ich würde aber auch gerne mal wieder jagen. Ja, hier oben ist also die Bear Area. So. Einmal das. Genau. Dann machen wir die mal raus. Erst einmal. Gut. Dann holen wir mal Holz. Ich hätte auch so gerne hier so ein Rasenmäher, ne? So 10. Müssten ja erstmal für mein kleines Projektchen reichen. Na komm schon. Ist natürlich wieder nicht gerade, aber ist jetzt nicht weiter schlimm. Und? Komm. Jetzt habe ich gerade gedacht, im Augenwinkel sehe ich irgendwas, aber das war nur ein Grafikfehler, glaube ich. Das ist so still heute hier, ne? Okay, das kriege ich nicht rauf, aber ist auch nicht schlimm. Dann machen wir das halt anders. So, wie gut, dass ich nur 10 gekauft habe, ne? So, wartet mal, ich muss erstmal die Kisten raufmachen, sonst vergesse ich die. Ich brauche ein größeres Auto. Ein größeres Auto mit Anhänger. Nein, Anhänger auf gar keinen Fall. Die mag ich nicht. So, dann packen wir das erstmal hier hin. Und dahin. Und schon habe ich alles beisammen, was ich wollte. Oh, wartet mal. Farbe. Ich hole noch einmal diese Dachfarbe. Wenn ich schon mal hier bin. Und zwar die. Genau. So. Dann haben wir das auch erledigt. Und können die wunderbar hier raufpacken. Ach, schön. Los geht's. Ja, die Farbe, die wollte wohl anscheinend nicht mitkommen.
Oh Mann. Ach, ist das herrlich. So. So, mal sehen, ob das jetzt klappt. Nein. Oh, ist das übel. Das hatten wir schon lange nicht mehr. So, geht das hier oben wenigstens? Ja, hier oben ist in Ordnung. Die Farbe, ne? Da macht sie, was sie will. Oh, herrlich. Aber ich finde so eine Bugs irgendwie ganz cool. Und jetzt da hoch. Und dann fahren wir einfach mal, ne? Mein Standardweg. Genau. Hoppala. Eine nette kleine Abkürzung auf jeden Fall. Hi, Reh. Oh, wow, wow. So, hier kommt eines Tages kommen meine Pferde hin. So, Benzin habe ich Gott sei Dank noch. Okay, perfekt. Super. Da wären wir. So, nee, wartet. Einmal das. Einmal das. Dann einmal von draußen streichen. Na, seht ihr mal. Fertig. So muss es sein, ne? So muss es sein. Oh, jetzt habe ich es aus Versehen da reingebrettert, aber ist nicht schlimm. Ich wollte eigentlich erst die Wand machen. So, und dann kommt das da noch hin. Perfekt. Na, läuft doch super. Das läuft doch super. Okay. Jetzt habe ich es von außen, von innen gestrichen. Oh Mann. Funny, funny, funny. Was machst du nur? Jetzt überlege ich gerade. Ich habe meinen Zaun noch gar nicht gestrichen, ne? Wie ist das eigentlich mit der Reichweite von dem hier? Macht der hier mein ganzes. Oh ja, super. Guck mal, selbst mein Gewächshaus würde versorgt werden. Das ist doch nicht schlecht. Dann lasse ich das doch da stehen. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Okay, aber wir müssten ja auch mal langsam hier, ne, ein bisschen was bauen, sonst funktioniert das ja hier mit meinem Gewächshaus ja nicht. So, lass mich mal überlegen. Ich würde das tatsächlich. So vielleicht machen. Ah, ist ganz schön schief, wa? Schon wieder. So. So. Ja. Und wenn ich das jetzt so noch mal mache? Sieht zwar nicht schön aus, aber. Achso, ich hab das. Wartet mal. Oh, ich muss. Ach, geh doch mal weg, Fanny. Dann mache ich das dann noch mal. Oh nein, das war das Falsche. Das war das. Ist jetzt nicht wahr, oder? Das ist mir schon mal aufgefallen. Oh nein.
Das ist mir schon mal aufgefallen, als ich den Abre das mein Abreißwerkzeug mir holen wollte, dass es dann automatisch, ey, das ist ja so übel, dass es dann automatisch schon ein auf, ich hau jetzt mal zu macht. Oh, ist das übel? Jetzt kann ich das nicht anhängen, weil hier die Lampe hängt oder was? Ich krieg eine Krise. Nicht anhängen, sondern ihr wisst schon, hinbauen. Ey, Leute, Leute, Leute. Spiel, ich bin enttäuscht. So. Ja, toll. So hat man auch natürlich Materialverschwendung. Boah, ist das ärgerlich. Ist das wieder ärgerlich? Boah, krass. Also passt immer schön auf, ne, wenn ihr was abreißt und so. Das ist mir echt schon recht häufig passiert. Achso, das kann ich ja, schon gut. Ach, wo ist denn jetzt mein Auto? Da. Ich brauche Glas. Einen Moment. Oh Gott. Nee. Nehmen wir erstmal den Achter hier. So. Okay, perfekt. Ja, wie gut, dass ich Holz hab, ne? Dass ich Holz gekauft hatte. Meine Güte, ey. Ist das übel. So, fast als wäre nichts gewesen. Oh Mann. Okay. Ach so, wartet. Genau, jetzt wo ich ja schon mal die Farbe habe. Hier hatte ich ja sowieso noch nicht fertig gestrichen. Dann kann ich das ja auch noch mal eben machen. Naja, und hier streiche ich einfach noch mal neu. So. Okay, super. Jetzt darf ich die Lampen wieder neu bauen. Ach Mann. Ist echt blöd. Aber sowas passiert mir natürlich wieder, ne? Das ist wieder so typisch. So. Okay, den hätten wir, ne, fast wieder wie neu. Aber nur fast. Okay, jetzt brauche ich das eine Weiß, das Grelle hier. Ja, ich überlege gerade nur. Ach Gott. Okay. Wow. So. Das grelle Weiß. Dann brauche ich auf jeden Fall das Brown. Genau. Da
Dann kann ich auch bald mit meinem Gewächshaus anfangen. Gut, dann hole ich jetzt noch, wartet mal, drei, drei. Ja, komm, wir machen erstmal das Crème Brûlée-Weiß hier leer. Ich muss ja auch wieder eine Wand instreichen. Boah, ist das, ich wirklich, ich ärgere mich so dermaßen wieder. Könnt euch das gar nicht vorstellen. Oder man muss bei jedem Pup wirklich speichern, ne? Den man macht vorher. So, und hier haben wir das Grau. Genau. Ist auch ganz gut, dass ich das jetzt nochmal habe. Dann kann ich nochmal bei meinen Bienenhäuschen dort auch nochmal grau machen. Okay, das war's, ne? Ach was, die Lampe, die hat aber lange gehalten. Ist ja unglaublich. Okay, super, super. So. Also. Was war denn jetzt da bitte fürs Ein- und Ausschalten? Kann mir das mal einer verraten? Aber da sieht es nicht so grau aus. Ja, Lichteinfall, ne? Jetzt. Jetzt hat es übernommen. Ja, okay. Jetzt hat es übernommen. Gut. Wie viel habe ich denn von der noch? Fünf, okay. Ja, so viel dazu. Oh, wartet. Ich werde einmal speichern. So, genau. Einmal gespeichert. So. Dann machen wir noch mal ganz kurz hier weiter. Okay, das war jetzt. Oh Gott. Nee, nee, ich gehe mal noch mal raus. So. Perfekt. Also immer schön mit Gemach, ne? Aber wartet mal, ich werde das einfach mal jetzt hier hin. Klappmühsern hier. So. Es geht ja nicht um Schönheit, es geht ja nur um die Zweckmäßigkeit hier. Und alles nur, weil ich tatsächlich, ich traue mich das jetzt nicht mehr hier drin zu machen, weil ich eigentlich nur das hier abreißen wollte. Ja, es sieht nicht schön aus, aber naja, irgendwie. Irgendwie, ne? Ihr wisst schon. Ist egal. Ist egal. Wir bauen es jetzt einfach. Wenigstens ein paar. Ne? 18. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. So, dann machen wir noch den einen da und dann ist gut. Das reicht noch nicht mal. Da fehlt noch ein Brett.
Ist das zu fassen? Oh je, oh je, oh je. Na gut, okay, aber wir haben das ganze Holz verbraucht. So, nochmal speichern. Sehr gut. Guck mal, wie das Huhn hier, ne, mit mir. Oh, guck mal. Naja, egal. So, meine Lieben, dann würde ich sagen, war es das erstmal für heute. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. So eine Fehler, wie es mir hier immer passiert, sollte euch nicht passieren. Ja, das ist super ärgerlich. Aber gut, wir konnten es Gott sei Dank retten, weil ich noch genug Holz hatte. Ja, meine Bienenhäuschen sind schon mal soweit hergestellt. So, ich packe die mal einfach mal so aus dem Blickfeld hier, ne? Genau. Und dann kann auch bald die Bienensuche losgehen. Ein Bereich der, ne, des Bienenstocks weiß ich ja schon. Ich habe auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, bei Discord oder Instagram, auf irgendeiner Plattform jedenfalls, habe ich eine Karte mit Spots bekommen. Ich muss die mir echt nochmal raussuchen und dann gehen wir mal auf die Suche, ja? Dann klappern wir das alles mal ab und dann kann ich auch Honig produzieren lassen von den Bienchen, die ich dann irgendwann mal hier einsammle und die dann hier rumsummen werden. Oh, mein Smoker ist an. Ach, den habe ich vorhin angeschaltet. Jetzt verstehe ich. Alles klar. Gut, meine Lieben, vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, bye bye.